Vielleicht wachsen. Ja, das glaube ich nicht. Da war ja nichts. Wir waren ja öfter schon mal unten. Oh, guck mal hier. Oh, die Gänse. Bittet auch. Ja. Da sind die Schweinchen. Jetzt müssen wir uns noch holen. Oh doch. Glaube aber, wir kriegen viel geschenkt. Wir haben dieses Quest-Dings total vernachlässigt. Ja, aber uns fehlt auch eine ganze Menge. Ja, jetzt hier, ne, auch noch vordrängeln. Weg, 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 weg. Wo ist er? Wo ist er denn? Das Buch, das Buch. Wir brauchen das Buch. Gehen wir mal ganz nach unten. Bücher sind unten. Buchstämme, Maracuja, Baum, Peter Heyer. Ja, Da. Feenpflanze. 295. Nehmen wir. Okay. Ach, warte mal. Bändchen, ne? Eis, Erdbeer, Sonnenblume, Tulpenzwiebeln Ja. wachsen im Frühling. Natürlich. Ja, richtig gut. Das hat sich also auch schon wieder gegessen. Es ist zum Aus der Haut fahren. Gurkenpflanze kann man auch vergessen. Wir haben keine schwarze Erde. Aloe Vera müssten wir irgendwann auch mal wieder anbauen. Pfifferling, Soja, Urkorn, Kürbis, Fenchel, da ist es. Da ist es. Ja, ne? Einmal 20 Pflanzen. Ja, aber guck mal, es hat eine ganze Weile schon nichts mehr gefuttert, ne? Ja. Frieden. Dann sonst noch hier Wildapfelstrauch, Rose, Kürbis, Karotte, Zwiebel. Wollen wir Zwiebel und Kartoffeln gleich wieder was mitnehmen, damit wir da haben? Nee, machen wir noch nicht. Wir haben erstmal noch so viel gepflanzt und dann wir müssen auch mal sehen, dass wir da vorankommen. Wenn wir die ganze Zeit. Okay. Hat erstmal über Feengras gelernt. Warte mal, lass nicht wegmachen. Die Feenpflanze ist ein Wunder und ihre Samen können, soweit bekannt war, nur von einer Lichtfee in die Erde gelegt werden. Sprießt daraus im Frühling das Feengras. Frühling! Bringt man es zur Blüte, wird man mit dem Samen der zweiten Feenpflanze, der Feenblume belohnt. Diese wiederum wächst im Sommer und stellt hohe Anforderungen an Boden, Licht, Wärme und Nährstoffe. Schafft man es, dass eine Blüte heranwächst, bekommt man den Samen der dritten Feenpflanze, die Feenstaude. Sie ist von allen dreien am schwierigsten zufriedenzustellen. Braucht sie doch den Schatten eines großen Baumes und ist nur mit dem besten Boden zufrieden. Schafft man es aber auch, die Feenstaude zur Reife zu bringen, bekommt man eine Feenfrucht, die im Geschmack und in der Wirkung unvergleichlich ist. Sie ist ebenfalls als magische Zutat für einige der exotischen Zauber notwendig. Okay, die haben wir versammelt, das weißt du, ne? Buddeln wir aus. Müssen wir wieder ausbuddeln. Aber nicht dort, jetzt. Weil du, die würde ich jetzt im Sommer dann erst ausbuddeln. Weißt du warum? Weil die ist im Frühling gesetzt worden und du musst sie auch da lassen jetzt. Ja, aber im Frühling hätte sie Gras werden müssen, damit sie im Sommer die nächste Pflanze wird. Okay. Das heißt, wir haben sie zu spät eingepflanzt. Ja. Sie ist im Frühling kein Gras geworden, wenn ich Ja. es Dann richtig müssen wir sie verstanden habe. ausbuddeln, ja. Dann. So, dann müssen wir sie ausbuddeln und im nächsten Frühling wieder setzen. Oh, Egal. da merkt So. man sich doch alles gar nicht. So. Wir mal zu unserem Zauberer nochmal hinmarschieren. Oder hast du dir das jetzt alles gemerkt? Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, sollen wir im Frühling die aussehen, damit es Gras wird. Wenn wir die daraus wächst die Blume. Die Blume wächst im Sommer. Jetzt hier oder da? Ich gehe einfach wieder hoch. Und danach kommt die Staude und die Staude, so wie ich das verstanden habe, wächst nur auf dem besten Boden. Das heißt wahrscheinlich auf Schwarzerde. Gehe ich mal von aus.
Das ist, glaube ich, das, was. Ja. Wir haben noch nicht mal Schwarzerde. Das ist scheiße, lalala. Das heißt, wir haben zu spät gesetzt, weil es ist ja immer noch eine Saat. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt kein Gras mehr wird. Dass er im Frühling wachsen soll. Ja. Also würde ich. Denn ich kann ja auch nicht nachgucken. Das ist es ja. Solange es keine Pflanze ist, kann ich nicht nachgucken, ob es wächst oder nicht. Ja. Ganz schön groß. Kann man nicht. Nein. Natürlich nicht. Fahren, nicht in dieser Jahreszeit. Nicht das. Überlegen, aha. Oh ja. Jonas. Bis Bis bald, bald, Jonas. Jonas. Das ist natürlich immer doof gelaufen. Wäre das jetzt wenigstens Gras geworden, würde ja jetzt die Blume draus wachsen, wenn ich das richtig verstanden habe. Es wächst erst Gras, dann Blume, dann Staude. Ja, und dann hab Dings. Aber Pflanze. Meteorenbeerenpflanze. Schuhe, 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 die wollen wir nicht. Wir wollen Zauber, Zauber. Welchen Zauber ist denn da Griff für die durchhalten, hier? Schild, Zauberung, Erde verbessern. Ja, Tiere verzaubern. 12.600. Haben wir gerade so. Wachsen. Die wir erwarten. Wachsen Haustier werden neue. Das ist ein Zauber, kostet so viel. Aber den können wir dann immer wieder machen, oder was? Ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, auch wirklich nur ein Zauber, oder? Weil ansonsten würde es ja so sein, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Eines anderen ist es nur ein Zauber. Mal sagen, guck, und hier ist Hast. Ja. 18.000? 4.800. Brauchen wir ja auch für das andere Teil. Ja. Dann Magierschuhe. Hier auch ein Plan für dieses Tierteil? Diese Tierteil? Ja, für die Verzauber. Da. Oha. Murmeltiere verzaubert. Murmeltiere. Goldmünze und Morganit. Augenkristall, Energiekristall. Ja, guck mal den Preis. Ja, ist günstig. 25.200. Ist günstig. Auf jeden Fall günstiger, wenn wir den Plan nehmen, Ja, würde ich als auch wenn sagen. wir. Ja, nimm den Plan. Ja, wenn wir denn das Geld haben. Ja. Also sparen wir lieber auf den Plan hinweg, als einmal zu nehmen. Ja. Gut, dann gehen wir mal nach Hause Oder muss huschen. man die Tiere immer nur einmal verzaubern und dann sind die verzaubert? Oder Ja, sind die... einmal verzaubern, aber du brauchst das ja für Katze, du brauchst das für Hund, fürs Lama. Naja. Oh, wir müssen. Wollen wir nochmal hier lang gehen wegen Früchte gucken? Ja. Vor allem Zitrusfrüchte. Was ist das denn da? Ach, das ist eine Koralle, okay. Zitrusfrüchte, was braucht. Diese Dings, diese Blume. Diese Wald. Was war das? Wald. Waldkerze. Kerze oder so. Aber die wächst wahrscheinlich im nur. Ja, die Frage ist auch noch, ob sie wieder in dieser Jahreszeit wächst. Och Mensch, lass mich doch mal durch. Das kommt ja auch noch Blume. dazu. Wie gesagt, ich hätte jetzt vielleicht sogar noch mal versucht, Power zu machen. Weil wir ja mittlerweile bei Bewusstseinsebene 300 sind. Können wir gerne machen. Machen wir noch mal deine Sets auf. 300 von 10.000 oder von 1.000? Sets. Da, von 1.000. 301 von... Magie. Bewusstsein 301. Ja, aber wir brauchen, glaube ich, Magie, ne? Oder? Magie, Martin? Gute Frage.
Schwerkraft. Achso, das waren die anderen. Ja, so nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt hier einfach so, das auch nicht reingucken kann. Tastenbelegung. Haben wir hier die Tastenbelegung? Auch hier ist sie doch. Bauen, mischen, kochen. Warte. Hier kann ich so nicht reingucken, anscheinend nur. Bauen, mischen, kochen. Doch hier. Mischen, ziehen. Ah. Sehr schön. Oh. Telekinese. Das war das, glaube ich, ne? Ja. Also türkisches Medaillon. Nasurit. Nasurit und dann uralte Goldmünze. Ja. Okay. Müssen wir mal nach Hause? Nee, such mal noch ein bisschen, guck ich mal noch, damit deine Lootlust befriedigt ist. Sonst kriege ich wieder Mecker mit Mickey. Du musst deine Lootlust befriedigen, das ist einfach so. Der Ärger. Ah ja. Guck mal, was du alles liegen lässt dort, ne? Keine Ahnung, was das war. Ah. Ohne Worte. Ich glaube, die Sommerfrüchte sind noch nicht so ganz, wa? Nicht wirklich. Hier liegt noch der Schnee drauf. Ja, gleich nicht mehr, wenn du da durch bist. Ja. Lala, ich sage nichts. Sage nichts. Zeige. Ja, ja. Ein ja. Samen mit bei. Zeige. Ich hasse dich. Du wolltest schweigen. Ehrlich. Du fies! Guck mal, da ist ein Krüppelbaum. Du könntest ja die Karte abscannen, ob noch mal ein paar Steinbäumchen zu finden sind. Aber du bist kurz vorm Verhungern. Ach, das auch schon wieder. Wollte ich. Eigentlich hätte ich dich jetzt verhungern lassen. Ganz schön dunkel ist es auch schon. Ich hätte dich einfach nur verhungern lassen. Einfach aus Prinzip. Diese Let's Play endet hier wie ein Daumen rum. herrlich. So, ab nach Hause. Mann. Hier wollte ich nochmal gucken. Mhm. Das wollten wir nämlich auch noch machen. Wenn wir noch schnell noch die Tomaten gießen. Wie gut, dass deine Eimer leer sind. Ja. Ich bin fortunös. Immer dasselbe. So an dem billigen Personal liegen hier. Einfach keiner, der hier sich die Eimer schnappt und mal lang geht. Alles muss man selber machen. Wie gut, dass du von dir in der dritten Zahl sprichst. Ja. Geht gar nicht. Nee, zu weit weg. Ja, tolles Stück. Willst du noch nie mal bis zum Bett laufen? Ja. Tja. Ich spring vom Weiten rein. Ja, ja. Oh, sehr zufrieden. Mhm. Tomaten. Nee, ist noch keine Frucht dran. Kein Wasser mehr. Was ist hier los? Das ist Paprika. Und die ist ich trocken. Ich sagte aber Tomaten.
Wie schön, dass du mir glaubst ab und zu. Freut mich. Könnten auch nochmal Wasservertrag. Hab ich doch gerade eben gemacht. Irgendwie verbraucht das jetzt viel mehr als vorher, kann das sein? Auch fast so vor. Jetzt genug? Ja, da ist genug. Und er ist hier. Wie sieht es bei den Kürbissen aus? Er hat irgendwie weniger Wasser gehabt. Okay. Das ist echt ulkig, ne? Gut, machen wir sie alle einmal voll hier. Keine Eimer mehr. Doch. Ah, ich glaube, morgen könnten die kartoffelreich sein. Können wir Schweinchen holen. So auf dieses Schweinchen aus, ne? Ja, um den Boden zu verbessern. Ich kann keine Gurken pflanzen, weil ich keine Schwarzerde habe. Letzten beiden Reihen müssen auch noch. Du weißt, dass es aber langwierig ist, ne? Bis die das da verändert haben. Ja, ja. Vor allen Dingen, glaube ich, passiert das nur bei den großen Schweinchen. Ich glaube nicht, dass wir im Käfig ein großes Schwein kriegen. Oha. Es hat geregnet. Das kannst du keinem erzählen. Es hat gerade geregnet gehabt. Oha. Das ist gerade mal 2 Tage her und hier ist nichts mehr. Hm. Oh, nichts mehr an Wasser. Wir brauchen diesen Wasserkristall-Ding. Hm. Und wir müssen das ein bisschen einschränken, diese Beete. Dieses auseinandergefleuchte Pöze. Auch nichts mehr. Wenn ich nicht reif. Was, ne? Mehr drauf, gar nichts mehr an Wasser. Oha. Guck mal, selbst dieser Boden hier. Ja, Sommer, ne? Furztrocken. Sommer brauchen die ja mehr. Oh, das ist trocken. Sommer brauchen die mehr, ist ja klar. Ist wärmer, ne? Hm? Wolltest du nicht die Pflanze auspflanzen, ausgraben? Och. Jetzt machen wir erst Wasser, dann laufen wir runter holen Wasser. Ja, muss nachher noch. Wollen wir nicht vergessen. Wie sehen die Kartoffeln eigentlich aus? Alle furztrocken. Oh, wir haben noch einen. Okay. Was soll's. Zack. So. Ganz lieber hier unten. Guck, immer noch Samen. Ich glaube nicht, dass das jetzt wächst, weil es ja nicht mehr Frühling ist. Na nu. Gott sei Dank, da ist er. Ja. So. Ist nirgendwo mehr Wasser drauf? Kein Tropfen. Mitkommen. Tut das Not? Na, war klar. Der Felix, ja, der Felix frisst einem die Haare vom Kopf, ich sag's dir. Ja, mir noch ein Plätzchen.
Habe ich mir jetzt schon was gegeben? Nee, ne? Nee. Oder doch? Nein. Nee. Ich nicht. Man ist langsam schon echt verwirrt, ne? Ja. Jetzt. Also manchmal zu dicht oder zu weit weg oder so. Klappt das immer nicht. Das ist so krass. Falsches Bild. Dafür musst du jetzt einmal mehr laufen, garantiert. Ehrlich, du wünschst es mir doch. Naja, so ein bisschen schon. Hm. Aber nicht wirklich, so gemein bin ich. Bin zwar manchmal ein little bit, aber... Und hoffen wir mal, dass morgen... regnet. Ja, nicht nur das, aber dass morgen die Kartoffeln endlich fertig sind. Wenn ihr jetzt nur kein Wasser habt, ne? Alle heller geworden? Ja, sah so aus, ne? Ja. Ausgesogen, gleich hier das Wasser weggesogen. Ach, das ist durch die Bewegung, guck mal. Ja. Okay. Na klar. So, kann man hier nicht über den Zaun hüpfen? Kannst du überhaupt nicht hüpfen, das ist das Problem. Ah. Da liegen Eier. Reichlich einige, Eier. Einige, ja. Alle nur eins. Ich muss erst mal hier gucken, bevor mir hier noch jemand verhungert. Okay. Verhungert? Nein, zufrieden. Achso, du meinst Manu? Manu verhungert nicht. So schnell nicht. Du meinst, ein kleiner Körper braucht nicht viel. Ja, ist leicht zufrieden. Okay. Weiß nicht, ob hier auch eine Pflanze ist. Ich sehe das jetzt nicht. Hier ist auf jeden Fall eine. Ich wässere da einfach erstmal. Das Prinzip. Ja. Was krass. Da, guck mal. Was da gewachsen. Aus. Ja, Felix geht wieder seine und Wege. Wasser. Hallo, ich bin zu weit weg. Ah, noch 1205 Tage. Ah, guck mal, wie viel Wasser da gedrängt drin ist, ne? Hm? Ja. Das Roterde, ja, ne? Genau. Nix. Trocken, kurz trocken gewesen. Ja, alles kurz trocken. Hm. Danke. Da guckt ja schon was raus. Ja. Ein Maracuja-Baum. Mm. 999 Tage. So, mal Wasser holen. Am besten für alle, ja. Ich brauche hier einen Brunnen. Ganz dringend. Immer. Nicht den einfach so bauen? Haben wir. Zack. Mal gucken, ist das nicht gut? Wo setzen wir den jetzt am schönsten hin? Hier einfach so zwischens Haus mit? Dass ich von oben auch ankomme? Wird's hinten. Hier vorne hier? Hast du aber den Tümpel. Hier, ne? Hier so? Hier? Da? Ja, ne? Wie du oder mehr du hier rüber. Möchtest. Das sind hier einfach jetzt zwischen die Bäume, oder? Ist auch doof. Nee, ich bleib hier. Das andere wäre doof. Sehr schön. So. Das ist jetzt doof. So. Jetzt muss ich tauschen. Da wollte ich hin. Das einmal. Danke. Jetzt brauche ich nicht mehr so weit drin. Sehr schön. Gefällt mir das. Abgefahren.
gefällt mir. Haben wir noch? Beim Sandboden reicht komischerweise auch ein Eimer Wasser. Ja, aber geht auch ein Eimer schnell wieder raus, ne? Ja, aber bei der Roterde zum Beispiel musste ich vorne bei den Paprikas, musste ich wirklich zwei Eimer Wasser drauf kippen. Keine Roterde. Roterde. Nee. Roterde doch, ja. Naja, Roterde. Schwarze Erde haben wir ja nicht. Nein. Mhm. So. Alles gewässert? Nee, die ja, eine Kieferwand nicht. Die hier? Nee. Hä? Da steht nichts. Ach, da. Hä? Hä? Nee, das ist der Boden hier hinter, das ist der. Ah. Okay. Das ist der Kies. Noch einmal drauf. Da ist auch. Sehr schön. Hm. Einmal hier. So ein bisschen. Sehr schön. Eine Mähe von dieser ganzen Pflanze. Eine. Das ist auch eine nicht passen. Ist nur eine, ist nur eine. Gerade über mich lustig? Nein.